auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Jens, in diesem Spitzenduell habt ihr, obwohl die erste Halbzeit natürlich von Kirchfeld dominiert wurde, das Spiel noch drehen können und ziemlich erfolgreich gestalten können. Wie hast du das Spiel gesehen und was war ja, das Erfolgsrezept heute? Das Erfolgsrezept ist natürlich schwierig gewesen. Nach 3 Minuten sind wir, glaube ich, 1-0 hingelegt, was ein vermeintlicher Abwehrfehler war. Aber wie gesagt, dann haben wir 20 Minuten gebraucht, bis wir ein bisschen ins Spiel gekommen sind. Und naja, Feldüberlege, klar, Kirchfeld hat in der ersten Halbzeit schon mehr vom Spiel gehabt. Aber wie gesagt, aber zwingende Torschance war für mich keine dabei. Und dann zweite Halbzeit immer umgestellt. Und dann sind wir ganz gut ins Spiel gekommen. Und dann, wie gesagt, gegen Schluss muss das Ding sogar noch höher ausgehen für uns, muss ich sagen. Wir haben deutlich mehr Chancen gehabt nachher, können da das dritte, vierte, fünfte nachher machen. Also die Möglichkeiten waren da. Und also von daher geht der Sieg auch vollkommen in Ordnung. Ja, wie groß ist die Freude darüber, jetzt an der Tabellenspitze zu stehen? Ja, die Freude ist natürlich für jeden, der als Aufsteiger nach dem 9. Spieltag ist jetzt, glaube ich, an der Tabellenspitze steht, ist natürlich super. Aber für uns zählen eigentlich mehr die 21 Punkte. Die sind wichtig für uns und die haben wir jetzt auch, ja, zu Recht, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, uns geht es jetzt weniger um den ersten Platz, sondern um das frühzeitig dann einfach zu zeigen, dass wir in die Liga gehören und dass wir nächstes Jahr frühzeitig planen können in der Liga. Also stehen die Zeichen jetzt auf Klassenerhalt immer noch oder was verfolgt ihr für Ziele? Wie wollt ihr weiterarbeiten? Ja klar, als Aufsteiger, ich denke immer, dass man da jetzt mal, wenn man jetzt 3-4 Spieltage vor Schluss vorne steht, dann wäre ich natürlich der Erste, der sagt, klar, da müssen wir natürlich auch greifen, aber also wie gesagt, wir haben schon, wir können es schon einschätzen. Ja, dass wir einfach, wenn jetzt auch die Heimspiele immer gewonnen, wir müssen auch auswärts jetzt zeigen, dass wir das auch auf den Platz bringen. Und wie gesagt, Mannschaft ist gut und 21 Punkte ist für uns überragend. Toller Start, alle einwandfrei, gut zurechtgefunden in der Landesliga. Nächstes Spiel auswärts gegen Nifan war vor dem Spieltag zumindest Tabellenletzter. Was wird das für ein Spiel? Gut, Nifan ist für unser Derby und Nifan hat jetzt gegen Espanyol gewonnen. Also wie gesagt, es ist immer schwierig, wir müssen jetzt noch Nifan. Und es ist ja immer blöd, wenn du in so eine Mannschaft kommst, wo eigentlich sind ja ein paar gute Kicker drin, muss man ganz klar sagen. Und vielleicht gibt es jetzt auch Auftrieb, der Sieg, also ich weiß es nicht. Wir werden das natürlich auch gehen, ist jetzt egal, ob wir gegen Nifan spielen. Also leichte Sache wird es mit Sicherheit nicht. So, jetzt musst du mir noch erklären, was das mit dem Hubschrauber auf sich hat. Also wir haben hier ein Programm, das heißt Jeffrey Hesseberger. Das ist der größte Medienprofi, wo wir hier hin. Und für den Jeffrey, we feed animals and Hubschrauber. Das ist ein Insider bei uns in Grunbach. Also ihr könnt es auch gerne beim Jeffrey Hesseberger seinem Instagram nachgucken. Das würde uns freuen, wenn er einfach ein paar tausend Follower mehr hätte. Also, wie gesagt, nochmal Jeffrey Hesseberger, Hubschrauber. Okay, dankeschön. Ciao. Danke dir. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.